Ja, und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Weiter geht's mit Level 12. Sinnliche Freuden. Schieße das Level ab, töte 4 Schläge mit einem einzigen Bolzen. Könnte machbar sein, mal schauen. Schaffen.
kein Skelett. Okay, das war's. Mal schauen. Okay, wir haben alle. Das leider nicht geschafft, bloß ein Stern. Naja, weiter geht's. Noch ein Level und dann kommt der Bosskampf. Unheilige Hallen. Barfüßler zerquetscht 10 Schläge mit Kronleuchter. Okay, Kronleuchter. Wahrscheinlich einfach draufschießen, schätze ich mal. Schon mal gut funktioniert. Zumindest 4, wahrscheinlich 5 oder so. Okay, da ist eine Tür. Volles Kinn aus. Oh. Die haben wir schön erwischt. Desto höher wir gehen, desto mehr kommen andere Gegner. Wahrscheinlich wäre das maßgebend gewesen, um alles gleich zu machen. Die Waffe ist leer. Der ist, glaube ich, auch dead. Ja. Okay. Langsam wird's ein bisschen, ne? Crazy mit dem ganzen Zeug hier. Wow.
Gut. Man muss ein bisschen Hirn haben, um nicht auf solche Dinge zu schießen. Wenn man direkt davor steht. Shit. Sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus. Komm mal her. Müsste ich ein bisschen schlau sein. Kurz warten. Shit. Man muss so präzise schießen, damit man was trifft. Okay, alles dead. Ja, alles dead. Haben wir hier wirklich alle? Doch. Wollte nur sicher gehen. Dance.
Ich hasse die Dinge. Hört es sich immer noch so an, als ob hier was leben würde. Weird. Ich glaube, es ist ein Bug. The Pizza Pit. Heilige Halle. 66 Gegner, 2 Sterne, nice. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Angerfoot. Weiter geht's beim nächsten Mal mit dem Pizza-Brawl, dem Bosskampf. Ich bin ziemlich gespannt darauf, wie es sein wird. Aber von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.